und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute gibt es ein Spezial und zwar Frau Janik probiert's aus. Das ist ja schließlich nicht nur mein Motto, sondern Programm hier auf meinem Kanal und auch natürlich im wahren Leben. Ich liebe es, neue Sachen auszuprobieren, das zu testen und natürlich auch darüber zu berichten. Deshalb habe ich ja auch meinen Blog gegründet, dass ich euch dann mitnehmen kann auf meine Reise und sozusagen dann zeigen kann, was ich da ausprobiert habe. Wenn ich etwas gut befinde, dann möchte ich das gerne natürlich weiter teilen. Und diesmal habe ich mir eine neue Rubrik ausgedacht und zwar Frau Janik probiert's aus, ausprobiert sozusagen. Also da muss ich noch ein bisschen überlegen, wie ich das dann ein bisschen nenne. Vielleicht habt ihr ja da auch noch weitere Ideen für mich. Auf jeden Fall möchte ich heute den Beyond Burger mit euch ausprobieren oder beziehungsweise ein bisschen darüber berichten. Der ist ja jetzt gerade richtig aktuell in der Presse und alle sprechen darüber, über diesen Beyond Burger beziehungsweise über das Beyond Meat. Und was das Ganze genau ist, das erkläre ich euch jetzt. Den Beyond Burger, den findet ihr momentan überall im Internet, in den Zeitungen und so weiter. Warum? Weil es eben neu ist, dass der in den Einzelhandel gekommen ist. Und zwar, um genauer zu sein, in den Coop. Diese Packung habe ich also im Coop gekauft. Und zwar im Tiefkühlregal könnt ihr sie dort finden. Nicht in jedem Coop, also nur in den großen. Da gibt es auch bereits Listen im Internet. Könnt ihr mal nachschauen, wo ihr den finden könnt. Das Besondere ist eben, dass er jetzt im Einzelhandel erhältlich ist. Davor gab es ihn nämlich nur im Großmarkt und nur die Restauranthändler, also die diese Karte besitzen, konnten den also erwerben. Und das Blöde sozusagen war auch noch daran, dass man das nur in Big Packs erhalten hatte und es dann ziemlich teuer war, natürlich sich sowas anzuschaffen. Und wer hat natürlich auch schon so ein riesen Gefrierfach zu Hause? In dieser Packung sind zwei Beyond Patties drin und diese sehen so aus und kostet im Coop momentan knapp 8 Franken. Viele reden gerade über diesen Beyond Burger und ich dachte dann, ja, das ist einfach dieser Burger, dieses Burger Patty und der heißt ebenso. Bis ich aber verstanden habe, Moment, das ist die Marke Beyond Meat und diese stellt eben diesen Beyond Burger her, also dieses Patty. Und als ich dann recherchiert habe, habe ich gesehen, die haben auch viele weitere Ersatzprodukte, wie zum Beispiel Hackfleisch und so weiter oder Chicken Nuggets und so. Aber das ist kein Monopol, es gibt nicht nur diese Marke, sondern es gibt noch eine weitere, die aus den USA kommt und das ist Impossible. Die haben auch einen Impossible Burger und weitere Produkte. Und ebenso habe ich gesehen, dass es schon ganz, ganz viele andere Anbieter gibt, die eben Fleischersatz herstellen, wo so ähnlich ist. Aber jetzt fragt ihr euch bestimmt, aber was ist denn so besonders an diesem Beyond Burger, wenn es ja schon Leute gibt oder Firmen, die ja andere Fleischersätze herstellen? Und der Hauptgrund ist, also warum der jetzt gerade so gehypt ist und so anders ist, ist, aussehen soll wie Rindfleisch, es soll so schmecken, es soll so riechen und auch diese Konsistenz haben, aber es soll wirklich so ähnlich wie möglich sein. Und was hier halt ganz, ganz speziell ist, und zwar möchten sie diese rote Farbe vom Rindfleisch imitieren und das bekommen sie hin, indem sie rote Beete, also in der Schweiz sagt man Randen, benutzen und diesen Saft dazu, damit es dann ganz, das Ganze einfärbt und während man dann diesen Burger brät, verwandelt er sich sozusagen, also verfärbt sich rosa-rot und das ist eben der besondere Teil am Beyond Burger. Die Firma Beyond Meat, die stammt also aus den USA und dort haben die Leute 7 Jahre daran geforscht, das herauszufinden, wie sie das hinbekommen, dass es wirklich sehr ähnlich dem Hackfleisch kommt und die Konsistenz und auch so einfach wie möglich handhabbar ist, also dass man das auch wirklich genauso nutzen kann. Das war nämlich auch die Hauptidee dafür, dass man das wirklich so nutzen kann wie Fleisch, also dass man sich jetzt nicht umlernen muss, um zum Beispiel zu wissen, aha, um Fleisch zu ersetzen, würde ich jetzt zum Beispiel Bohnen nehmen oder dies und das, sondern es sollte einfach sein, genauso handzuhaben. Und wer hat da investiert, war ich auch ganz überrascht, Bill Gates, Leonardo DiCaprio und der Ex-Chef von McDonald's. Und apropos McDonald's, McDonald's hat jetzt auch neu einen veganen Burger im Angebot, aber nicht diesen hier von Beyond Meat, sondern von Impossible. Aber so viel ich weiß, noch nicht in der Schweiz, aber in Deutschland Ende April habe ich gesehen, hieß es, kommen die in die Filialen. Also wer mal Lust hat, das auszuprobieren, kann natürlich auch noch dorthin gehen.
Natürlich, wenn ich mir so eine Packung im Laden kaufe oder sehe, was mache ich natürlich immer als erstes? Mein Blick geht immer als erstes auf die Rückseite und auf die Zutatenliste und anschließend hier auf die Nährwerttabelle. Und das mache ich jetzt auch mal mit euch zusammen und wir schauen mal an, was ist denn überhaupt da drin? Es steht vorne eben nur veganer Burger auf Erbsenproteinbasis, aber was ist wirklich drin? Die erste Zutat ist Wasser, die zweite ist Erbsenproteininsalat. Dann kommt Rapsöl, raffiniertes Kokosnussöl, Aroma, Rauharoma, Stabilisatoren wie Zellulose, Methylcellulose, Gummi Arabicum, Kartoffelstärke, Maltodextrin, Hefextrat, Salz, Sonnenblumenöl, Trockenhefe, dann kommen Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, Essigsäure, der Farbstoff eben rote Beete, dann modifizierte Stärke, Apfelextrat und Zitronensaftkonzentrat. Was sagt uns jetzt also so eine lange Zutatenliste? Normalerweise sagt man, je länger die Zutatenliste ist, desto schlechter sozusagen, desto ungesünder, desto eher ist so, dass stärker ist ja ein Produkt verarbeitet. Das heißt, je kürzer eine Zutatenliste ist, desto besser, desto natürlicher, desto gesünder. Da dieses Produkt ja aus Erbsenprotein ist, hat es kein Soja. Also für Leute, die Soja nicht vertragen, ist es wiederum gut. Es ist ohne Gluten, weil es ja eben nicht auf Weizenprotein besteht, sondern eben aus Erbsen. Wenn wir uns dann die Nährwerttabelle anschauen, dann haben wir hier 100 Gramm ist immer aufgezählt und hier pro Portion. Und so ein Patty hat jetzt hier 113,5 Gramm. Also nämlich am besten das, dass man sich das gleich vorstellen kann. Und zwar hat es hier ein Wert von 308 Kilokalorien. Davon haben wir Fett 22 Gramm. Wir haben Kohlenhydrate mit 6 Gramm und Eiweiß mit 20 Gramm. Also das Gute ist, dass es natürlich so viel Eiweiß hat. Und das Schlechte ist, es hat ja ziemlich viel Fett mit 22 Gramm. Also beides ungefähr gleich. Und das merkt man auch eben anhand dieser Zutatenliste, da an dritter und vierter Stelle eben gleich Rapsöl und Kokosöl vorkommt. Auf der Packung ist übrigens kein Bio-Siegel, also das Ganze ist nicht bio. Das ist auch nicht wirklich irgendwie ökologisch oder jetzt eben gesund. Ich habe euch ja gerade die Zutatenliste angeschaut. Was ist also dann die Idee von dem veganen Burger, könnte man sich jetzt überlegen. Und wenn jetzt jemand schon vegan lebt oder vegetarisch, dann ist er ja eigentlich gewöhnt, Ersatzprodukte zu essen, wie zum Beispiel Soja und so weiter. Und ihm ist eigentlich auch gar nicht wichtig, dass es zum Beispiel schmeckt wie echtes Fleisch, weil er sich ja auch schon an den anderen Geschmack gewöhnt hat und es für ihn okay ist. Er will ja schließlich kein Fleisch essen und wahrscheinlich will er auch was Neues ausprobieren und auch mal einen anderen Geschmack erleben, ein anderes Geschmackserlebnis. Und das ist der Sinn dahinter. Und ein Veganer, der sich da mit dieser Nahrung beschäftigt, muss natürlich schauen, wie substituiere ich mein Protein, was ich eigentlich hätte vom Fleisch haben können. Und der ist auch okay damit, seine Hülsenfrüchte zu essen und sich seinen Burger-Bun irgendwie so zu basteln, dass es schmeckt, aber es muss nicht für ihn nach Fleisch schmecken. Also ganz klar ist jetzt eben diese Zielgruppe, die jetzt hier Beyond Meat zum Beispiel ansprechen möchte, sind nicht die Leute, die ja schon vegetarisch oder vegan leben, sondern die Leute, die einfach noch Fleisch essen. Und natürlich möchte ich euch auch noch zeigen, wie dieser Beyond Burger zubereitet wird. Und zwar könnt ihr ihn grillen oder in der Pfanne zubereiten. Ganz wichtig, ohne Fett. Ihr habt ja bereits gehört, es ist schon ziemlich viel Fett drin, deshalb einfach in die Pfanne legen. Das machen wir gleich zusammen. Ihr müsst ihn natürlich auftauen, denn der ist ja im Gefrierfach, also am besten im Kühlschrank auftauen lassen. So, mein Burger ist jetzt fertiggestellt. Ich habe jetzt hier einfach gekaufte Patties genommen. Da gibt es auch Vollkornvarianten. Könnt ihr mal nachschauen. Finde ich persönlich besser. Dann habe ich hier eine Scheibe veganen Käse drauf gemacht. Das besteht aus Mandelbasis. Ah ja, genau. Hier statt Ketchup oder Mayonnaise habe ich einfach Hummus genommen. Da gibt es ja auch verschiedene Sorten. Ich habe jetzt hier Hummus pikant. Natur ist auch sehr lecker. Oder zum Beispiel mit rote Beete. Sieht auch toll aus. So rosa. Ist natürlich ein bisschen gesünder als Ketchup und so weiter, hat auch gute Proteine. Deshalb nehme ich sehr gerne Hummus und es schmeckt auch richtig lecker. Dann natürlich hier unser Beyond Burger Patty. Dann eine Scheibe Tomate habe ich drauf getan. Dann ein bisschen jungen Spinat habe ich statt einfachen Salat. Schmeckt richtig lecker. Und ein bisschen Avocado noch drauf, damit wir gute Fette drin haben. Und es schmeckt natürlich auch sehr lecker und schön cremig.
Ja, das war jetzt mein Burger. Ihr könnt natürlich den so zusammenstellen, wie ihr gerne habt. Aber das ist so wirklich sehr, sehr lecker. Müsst ihr mal ausprobieren. So, und ich würde sagen, wir können anfangen zu probieren, oder? Also natürlich, es ist ja so, wenn man alles zusammen isst, dass man dieses Fleisch, also hier unser veganes Erbsenproteinfleisch, nicht ganz rausschmeckt. Deshalb ist es natürlich empfehlenswert, einfach nur diesen Patty auszuprobieren. Und das werde ich jetzt auch machen. Also es ist richtig schön knusprig oben und unten. Es ist innen rosé. Es sieht ähnlich aus wie Hackfleisch. Ich würde sagen, es ist nicht... Also wenn man sieht, man kann es unterscheiden. Also echtes Hackfleisch sieht anders aus. Es ist ziemlich fettig. Aber schmeckt sehr lecker. Das Knusprige schmeckt richtig gut und das ist so schön. Ja, durch dieses Fett ist es einfach richtig schön saftig. Es ist richtig schön saftig. Und im Internet stand auch noch beschrieben, ja, er würde bluten. Das ist aber nicht der Fall, also auch beim Braten nicht. Und auch wenn ich das jetzt hier rausgenommen habe, abgerissen habe, es blutet nicht. Diese rote Beete ist einfach nur dafür da, dass es wirklich rosé aussieht. Und da blutet nichts. Also das ist ein bisschen gelogen. Wenn ihr mal Lust habt, ich bin gespannt, was ihr davon hält, wie das euch schmeckt, kommentiert mir. Schreibt mir mal, ob ihr es vielleicht sogar schon ausprobiert habt und in einem Coop entdeckt habt. Es würde mich sehr interessieren, was ihr von diesem ganzen Fleischersatz hält. Oder generell, seid ihr vegetarisch unterwegs, seid ihr vegan unterwegs oder seid ihr Fleischesser? Das würde mich natürlich auch sehr interessieren. Weitere Informationen, die werde ich euch natürlich dann noch auf dem Blog schreiben. Da ist es dann wahrscheinlich auch ein bisschen geordneter als vielleicht hier im Video. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ja, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.